wenn man sich jetzt mal wirklich mal guckt, anschaut, die Beschleunigung. Ich fahre jetzt hinter so einem VW, sage ich mal, der auch ein paar PS hat und der auch beschleunigt hat, wie man gesehen hat, allein am Auspuff schon, als er eben losgefahren ist auf der Landstraße. Und ich kann den ohne Problem folgen. Ich sage mal, mit dem normalen Up. Ich bin mal ein, zwei Ups schon mal gefahren, auch von der Firma aus. Ist halt wirklich was ganz anderes. Also es ist wirklich eine ganz andere Welt. Das habe ich auch mal im ersten Video schon gesehen, gesagt, als ich darauf eingegangen bin, zum ersten Mal ein Elektroauto zu fahren und was einfach die Unterschiede sind. Also die Unterschiede nochmal sind halt wirklich, man steigt ins Auto ein, macht das Auto an, man hört erstmal gar nichts. Das ist schon mal der erste Punkt. Dann der nächste Punkt ist einfach dieses, man fährt los und man hat so ein Gefühl, das war im Hyundai Ioniq mehr gewesen, vielleicht weil er einfach komfortabler, größer ist, als wenn man in einem ICE oder einem Zug sitzt und dort einfach mal jetzt langsam losfährt. Also so hört sich das an, fühlt sich das an, das ist ganz leise, man sieht auf einmal, okay, es geht los. Also es ist was ganz anderes als eben beim Auto, weil man ja auch keine Zwischenschritte hat. Bei der beim Gangwechsel, sage ich mal, also selbst so wie bei mir mit dem DSG-Getriebe, was ja wirklich sehr, sehr komfortabel ist, hört man einfach gar nichts, merkt nichts, man fährt einfach los und gibt Gas und wenn man Gas gibt, gibt man auch sofort Gas. Das heißt, es ist nicht so ein Zwischenstopp sozusagen, wo die Turbos einsetzen und wo man Gas gibt, sondern es ist wirklich sofort die Power da. Man drückt aufs Gaspedal und die Power ist einfach da. Das ist schon absolut beeindruckend. Also wie gesagt, das ist ein Ioniq gewesen, der nichts Besonderes in dem Sinn ist. Das ist jetzt der VW Up, der nichts Besonderes ist. Aber es fährt sich einfach genial. Was mir gleich nochmal aufgefallen ist, während ich jetzt hier das Video gemacht habe und gedreht und erzählt hatte, man hat ja die Akkustandsanzeige gesehen, die ist ja rechts, wo die normale Tankanzeige ist. Und es ist schon beeindruckend. Ich bin ja jetzt, was war das jetzt gewesen, vielleicht 5 bis 10 Kilometer auf der Autobahn mit Vollgas gefahren, mit 130 Sachen. Wenn man sich jetzt mal anschaut, die Akkuanzeige ist fast um ein Viertel nach unten gegangen. Also das fand ich jetzt schon ein bisschen, ich weiß nicht, wie weit die Reichweite allgemein ist. Wie gesagt, ich habe mich mit dem Auto jetzt nicht beschäftigt, dass ich jetzt sagen kann, ich habe mich belesen, habe mir den dann ausgeliehen oder gemietet. Nein, das war ja nicht so. Aber wie gesagt, man muss auch wirklich mal gucken. Ich werde den jetzt mal ein wenig fahren heute. Und da wird man einfach mal sehen, wie es wirklich so verhält. Was auch noch schade ist, muss ich sagen, das Lenkrad, so wie ich das jetzt festgestellt habe, ist nicht höhenverstellbar. Man kann es zwar rausziehen, aber es ist nicht höhenverstellbar. Und ich bin ein Mensch, der knapp 1,90 ist. Und ich zeige mal meine Anzeige, die ich jetzt so sehe. Die sieht, das ist meine Anzeige. So kann ich drauf gucken. Das heißt, wenn ich mir unten die kmh nicht digital anzeigen lasse, kann ich oben sozusagen nicht sehen, wie schnell ich wirklich fahre. Also das finde ich jetzt schon irgendwie ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Ich muss da nochmal gucken, nicht, dass ich jetzt Blödsinn erzähle. Aber ich habe zumindest jetzt am Hebel, wie es ja normalerweise höhenverstellbar oder ausziehbar wäre, ist es hier nicht der Fall gewesen. Also von daher etwas komisch. Wie gesagt, das sind so zwei Negativpunkte, die mir jetzt mal gerade aufgefallen sind. Bei Negativpunkten, zum Beispiel mit dem Akku, ja gut. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, wo man fährt. Fährt man in der Stadt, fährt man ganz entspannt mit 50 Sachen durch die Gegend, dann ist es ja nochmal was ganz anderes wahrscheinlich. Was auch nochmal sehr interessant ist, was ich jetzt eben gerade beim Rückwärtsfahren gesehen habe, hier in dem Kleinen ist sogar eine Rückfahrkamera eingebaut, vor allem, das ist ja noch die eine Sache, aber ich finde es eher interessant in so einem kleinen Display, dass man da die, ich sag mal, die normale Ansicht sieht, wie man die ja auch im Endeffekt vom Golf oder Passat, was auch immer kennt. Also schon echt interessant gemacht, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt, gerade bei so einem kleinen Auto, ob es da eine Kamera benötigt, ist so die andere Sache. Ja, genau. Jetzt zeige ich nochmal die Beschleunigung, wenn man außerhalb geschlossener Ortschaften hat. Ein paar Kilometer habe ich ja jetzt gemacht mit dem Auto. Jetzt werde ich nochmal, wie gesagt, testen, dieses Haus beschleunigen. Da fahre ich gerade nochmal hier an den Rand und warte mal, bis hinter mir keiner mehr ist, damit ich dann einfach mal entsprechend halt auch mal Gas geben kann. Mein Fazit jetzt, würde ich sagen, das ist ausgewogen. Ich sag mal, wo ich den Preis gesehen habe für so ein Auto, das finde ich dann schon irgendwie frech. Das ist wie wirklich so ein, die Leute, die halt eben zu viel Geld haben, die kaufen sich so ein Fahrzeug wahrscheinlich. Wo ich mir denke, Umweltprämie hin oder her, bist du bei knapp 21.000 abzüglich schon der Umweltprämie, wie ich das gelesen habe. Und wo ich mir denke, für 21.000 Euro so einen VW Up sich zu kaufen, damit kann man weder mit der Familie in Urlaub fahren noch sonst irgendwas, ist für mich dann ein bisschen teuer.
Genau. So, ich zeige das jetzt gerade mal. Ich fahre mal gerade hier jetzt raus. Und fahre mal einfach mal von der Beschleunigung her. Fahre ich ganz entspannt jetzt mal hier raus. Jetzt gehe ich mal Vollgas. Und man sieht, wie schnell man hier auf diesen 100 km/h ist. Das ist total beeindruckend. Vor allem, man merkt ja eben, es ist ja stufenlos. Das heißt, man gibt Gas und fährt einfach. Also das ist wirklich eine klasse Sache. Und ja, ich sag mal, die Lautstärkenentwicklung im Auto ist für mich persönlich jetzt immer recht wichtig, muss ich sagen. Und da ist das Auto bis auf die Windgeräusche. Die waren beim Ioniq noch ein bisschen leiser, weil einfach, ich glaube, durch diese Isolierung an den Türverkleidungen ist nochmal was, ja, einfach anders von der Qualität her. Deshalb finde ich den Preis dann hier, wie gesagt, ein bisschen übertrieben, muss ich sagen, für einen ab. Und ja, nächster Test wird dann einfach mal ein VW ID3 oder ID4 sein, weil das wirklich aktuell ja von den Modellen halt das Aktuelle sein soll und ist. Und das werde ich jetzt einfach mal testen. Und ich kann wirklich jedem mal empfehlen, geht einfach mal zum Autohaus, egal was, welche Marke es auch immer sein soll, und fahrt einfach mal ein Elektrofahrzeug. Und ja, seht einfach mal den Unterschied zu einem normalen Benziner, Diesel, wie auch immer. Also ich habe so viele Berichte gelesen und so viel Tests gelesen, aber wenn man selber in so einem Auto sitzt, ist es wirklich eine ganz andere Fahrweise. Erstens die Lautstärke, zweitens die Beschleunigung, das sind einfach Welten. Also zum Beispiel jetzt, ich habe mal geguckt, dieser kleine Up jetzt hier hat 87 PS. Vom Drehmoment, von der Power, das kam mir auch gleich sofort so vor, ist ja wirklich absolut identisch oder vergleichbar mit einem 150 PS Benziner vom Drehmoment. Also es ist wirklich beeindruckend, was in so einem kleinen Auto eigentlich stecken kann und was so ein Elektromotor für einen Vorteil dann hat von der Beschleunigung. Also ich sag mal so, als kleines Stadtauto absolut genial, muss man wirklich sagen. Es ist ein wirklich tolles Auto, mit dem ihr fahren könnt. Wie gesagt, der Preis ist natürlich halt eben so ein Zwiespalt. Da vielleicht warten, bis so die Leasingfahrzeuge nach ein, zwei Jahren zurückkommen und dann halt eben deutlich günstiger so ein Auto zu bekommen. Ansonsten ist das Auto wirklich tipptopp, muss ich sagen. Also hätte ich es überhaupt nicht gedacht von einem VW Up oder E-Up, wie man ihn ja nennt. Wie gesagt, das nächste ist halt dann eben der ID3 oder ein E-Golf, was mich auch mal sehr interessieren würde. Aber ich muss definitiv sagen, die Elektronik, Reichweite 30 Kilometer, okay. Finde ich jetzt auch ein bisschen interessant, dass noch 30 Kilometer Reichweite sind bei so einem Akkustand. Ich weiß nicht, wie weit kommt der eigentlich, muss ich jetzt ehrlich sagen. Weil ich habe jetzt noch knapp 20 Kilometer da, wo ich ihn zurückbringen werde. Gut, ein bisschen grenzwertig, würde ich mal daran sagen. Genau, also das jetzt dazu. Wie gesagt, Eindruck hier ist ein guter, also wirklich positiv überrascht, wenn der Preis nicht wäre. Also wenn der Preis jetzt irgendwie sich belaufen würde um die 12.000, 13.000 Euro wie ein Hyundai i10 zum Beispiel oder ein Corsa mit der normalen Ausstattung, sage ich mal, ist es alles vertretbar, aber es darf einfach nicht mehr sein. Das ist einfach ganz klar, weil ansonsten kauft man sich so ein Auto und gerade weil die Elektrotechnologie, sage ich mal, noch in den Anfangs ja, Schuhen steckt sozusagen, ist halt wirklich die Frage, was ist so ein Auto nach 5 Jahren zum Beispiel noch wert? Genau, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. So ein kleiner Eindruck, wie gesagt, leiht euch mal so ein Auto aus, ob es jetzt über einen Vermieter ist oder als Leihfahrzeug. Ihr könnt, wenn ihr das Auto zur Werkstatt bringt, könnt ihr oft bei den großen Autohäusern erwähnen, dass ihr gerne ein Elektrofahrzeug fahren möchtet. Und ja, wie gesagt, fragt einfach mal nach und testet es einfach mal. Wie gesagt, das ist ein ganz anderes Fahrgefühl, muss ich halt wirklich sagen. Muss ich doch mein Video doch nochmal fortführen. Und zwar gehe ich jetzt nochmal auf den Akkustand drauf ein. Wenn man das hier so mal sieht, wenn man sich das jetzt hier nochmal anguckt, ich bin jetzt heute Morgen bei knapp 3/4, das war jetzt nicht wirklich 3/4, es war ein bisschen weniger gewesen, losgefahren. Klar, habe auch Gas auf der Autobahn gegeben, um zu testen einfach. Und im Endeffekt war es eine Strecke von 40 Kilometern, exakt hin und zurück, wie ich jetzt gerade hier am Ziel ankommen werde. Ich hoffe, man sieht es hier. Und wir gucken uns jetzt mal den Akkustand an. Der hat mittlerweile die Heizung ausgeschaltet. Das heißt, Komfortfunktionen und so weiter und so fort wurden deaktiviert, hieß es hier. Eco-Modus eingeschaltet. Und der Akku läuft einfach nur noch immer, also geht nahezu gegen Null. Das ist total interessant, wenn ich jetzt auf der Autobahn gewesen bin und ich wusste, ich habe noch 10 Kilometer gehabt. Und man merkt einfach, wie diese Nadel immer weiter und vor allem sehr schnell nach unten geht.
wo ich mir denke, wie weit ist da wirklich die Reichweite bei einer normalen Fahrweise? Man fährt jetzt, klar, ein Stadtauto fährt 50 km/h, das ist keine Frage in der Stadt im Normalfall. Aber so ein Fahrzeug, was man vielleicht mal irgendwie außerhalb Ortschaften fährt, das heißt über Landstraßen, über die Autobahnen und so weiter und so fort, da ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, wo man wirklich mal überlegen muss, ist dann überhaupt so ein Auto überhaupt logisch? Also wie gesagt, stelle ich mich jetzt wirklich hier vor die Frage, ob das wirklich noch gut ist. Ja, das nochmal dazu zu meinem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sage ich mal bis zu meinem nächsten Video hier im Channel. Ciao.